Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 38. Lass uns gemeinsam beten. Herr, es gibt Situationen im Leben, da wissen wir nicht ein noch aus. Aber du hast tausend Wege, von denen wir nichts wissen. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort dich uns offenbarst und wir von dir lernen dürfen, wie du wirklich bist. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1. Mose 32 und Jakob fürchtet um sein Leben, weil Esau ihm entgegenzieht. Er versucht mit Geschenken seinen Bruder gnädig zu stimmen. Es heißt in Vers 21, und ihr sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her, denn er dachte, ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen. Vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber. Er aber blieb in jener Nacht im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Es gibt diese Momente im Leben, da weiß man nicht mehr ein noch aus. Jakob war an diesem Moment, er konnte nicht vorwärts, denn Esau kam, er konnte nicht rückwärts, denn Laban hat er gesagt, er sollte nicht zurückkehren. Und jetzt kam noch, wie es schien, ein Feind und kämpfte mit ihm. Jakob dachte, er müsste sterben, aber er hat gekämpft. Und zwar die ganze Nacht. Ich weiß nicht, wie lange du aushalten kannst mit Kämpfen. Jakob kämpfte die ganze Nacht. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Er kämpft die ganze Zeit gegen jemanden, bis er plötzlich merkt, dass dieser jemand gar kein Mensch ist, sondern Gott. Hast du schon mal lange, lange, lange Zeit gekämpft und gar nicht gewusst, dass du gegen Gott kämpfst? Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Wenn Jesus zu dir sagen würde, lass mich gehen, wärst du verzweifelt, niedergeschlagen? Würdest du ihn einfach gehen lassen? Nicht so Jakob. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Jakob hat verstanden, dass seine Hilflosigkeit das größte Argument ist, das er überhaupt vorbringen kann. All seine Klugheit, sein Betrug, seine Täuschung, seine Cleverness, all das hatte ihm nur Fluch gebracht. Er wollte immer das Gute, aber auf eigene Wege. Und sein Leben war jetzt in einer großen Krise. Er wusste, dass er nur dann wirklich gesegnet ist, wenn Gott ihn segnet, wenn Jesus ihn segnet. Und er klammert sich an Jesus, lieber Freund, liebe Freundin, egal wie dein Leben gerade ist, klammer dich an den einen, der dich allein segnen kann. Und wenn du dich hilflos an ihn klammerst, wird er dich nicht abweisen können. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ja, man kann Gott besiegen. Nicht durch Stärke, nicht durch Klugheit, nicht durch gute Argumente. Man kann Gott besiegen durch die eigene Hilflosigkeit. Denn Gott wird niemals einem hilflosen Menschen die Hilfe versagen. Er wird niemals jemandem, der dringend Hilfe braucht, einfach ihn wegschicken. Wenn du deine Hilflosigkeit erkennst, wenn du weißt, ich brauche Jesus, wirst du ein Überwinder sein, denn er wird dir die Hilfe geben, die du brauchst. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er beantwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Wenn ihr mal ein interessantes Studium machen wollt, dann studiert mal den Namen Israel und ihr werdet sehen, dass der Name Israel ein Name für den Messias, ja für Jesus selbst ist. Er hat ihm seinen Namen gegeben, ihm eine neue Identität gegeben, denn hier hat sich Jakob endgültig bekehrt. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Er war zwar jetzt behindert, aber war bekehrt. Er hinkte an seiner Hüfte, aber er hat ein neues Herz.
Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hatte. Und Jakob erhob seine Augen und schaute, und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuletzt. Er macht also deutlich, wer die eigentliche Frau ist, die ihm wirklich seine Frau ist. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Jakob hatte sich vor Jesus gebeugt. Und jetzt braucht er keine Angst mehr vor Esau haben. Als aber Esau seine Augen erhob, sah er die Frauen und die Kinder und sprach: Gehören diese dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Da traten die Mägde herzu samt ihren Kindern und verneigten sich. Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern und sie verneigten sich. Danach kam Josef mit Rahel herbei und auch sie verneigten sich. Und er fragte: Was willst du denn mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete: Ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Esau antwortete: Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Nicht die Geschenke, nicht die Klugheit, nicht die Strategie wird Beziehungen wiederherstellen, sondern die Gnade Gottes, wenn wir uns ganz Jesus übergeben. Jakob antwortete: Oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an, denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. So drang er in ihn, dass er es annehmen sollte. Und Esau sprach: Lass uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Er beantwortete: Mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind. Dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir. Wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, so würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr möge doch seinem Knecht vorausgehen. Ich aber will gemächlich hinten anziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater, du möchtest, dass wir uns wirklich von ganzem Herzen bekehren. Und du möchtest, dass wir uns ganz auf dich verlassen, dass wir unsere eigene Hilflosigkeit erkennen. Und manchmal führst du uns in die auswegslosesten Situationen, damit wir uns endlich ganz dir übergeben. Damit Jesus uns umgestalten kann und uns zu einem echten Israeliten machen kann. Das bitten wir für den heutigen Tag. Im Namen Jesu. Amen.